herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video geht es um die 4 bzw. 4,5 häufigsten Fehler beim Forellenangeln, die vermeiden können, dass ihr erfolgreich da weggeht. Ich bin jetzt gerade auf Föhr, das heißt, es ist sehr windig und ich hoffe, man versteht alles. Abonniert gerne den Kanal, liked das Video. Vielleicht drehen wir das 100 Abonnenten zum Beispiel, wenn ich Erfolg beim Angeln habe. Und dann sehen wir uns nach dem Intro. So, der erste Fehler ist Fische anwerfen. Das ist nicht schlau, weil es kann in seltenen Fällen Erfolg haben, aber wenn ihr die anwirft, sind sie meistens schon wieder 2 Meter weiter und ihr habt einfach nur eure Pose da stehen und wundert euch, warum nichts geht. Ein weiterer Fehler ist die falsche Tiefe. Im Winter stehen sie meistens tief oder wenn es kalt ist. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr irgendwie an der Oberfläche angelt oder sehr weit oben oder ihr angelt zu tief, das ist noch schlimmer. Ein weiterer Fehler ist die falsche Uhrzeit, beziehungsweise ihr könnt natürlich noch was fangen, aber die Fische sind nachmittags, wenn es wärmer ist, deutlich träger als morgens, wo es kälter ist, da sind sie deutlich aktiver, also geht früh los, geht dann an den Teich, wenn er auch wirklich aufmacht, holt euch eine gute Stelle. Dazu kommen wir zum weiteren Fehler. Die Fische ziehen rum, die Forellen ziehen rum in meinem Teich. Das heißt, es gibt nicht unbedingt die beste Stelle, aber gute Stellen sind immer, wo Wassereinläufe sind. Da sind sie nämlich vermehrt und sie mögen halt einfach die Bewegung im Wasser. Und der letzte Fehler ist, glaube ich, einer der wichtigsten, die man vermeiden sollte, nämlich, dass ihr die Fische zu wenig beobachtet. Das heißt, ihr müsst gucken, wo die Fische sind. Wenn die halt wirklich nicht an eurer Stelle sind, dann müsst ihr anders hingehen oder wann. Ja, damit ist das auch wieder fertig mit diesem Video. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao und bis zum nächsten Mal.